Ich litt schon länger unter der Gewalt meines Mannes. Wir lebten in einem kleinen Ort und ich durfte den Ort nicht wechseln, weil ich als Asylbewerberin Residenzpflicht habe. Ich entschloss mich dennoch, vor Ort in das Frauenhaus zu gehen. Dort bat ich die Zuständigen, mich mit meinen 5 Kindern in eine andere Stadt zu schicken, da ja viele wussten, wo in diesem kleinen Ort das Frauenhaus war. Und so fand mich mein Mann schließlich. Trotz Residenzpflicht habe ich an einem Tag alles zusammengepackt und bin mit den Kindern geflohen. Mir war die Ausländerbehörde egal. Den Ausschlag gab mein Mann, als er mich mit seinem Auto auf offener Straße überfahren wollte. Ich kam gerade vom Einkaufen. Er hätte mich fast getötet. Mit dem Zug fuhren wir nach Berlin, wo eine Freundin von mir lebt. Ich wusste nicht, wohin sonst gehen mit meinen 5 Kindern. Die Freundin erzählte mir von der Beratungsstelle für Migranten. Wir gingen dorthin und dort wurde uns gleich am Abend ein Frauenhaus vermittelt. Ein Viertel der Frauen in Deutschland sind während ihres Lebens von Gewalt betroffen durch ihren aktuellen oder früheren Beziehungspartner. Es werden ungefähr 20.000 Frauen im Jahr in Frauenhäusern in Deutschland aufgenommen und ebenso viele finden keinen Platz. Und wie man da als Bundesregierung sagen kann, es gibt nur hier und da kleine Sachen, Mangelerscheinungen, das ist mir nicht nachvollziehbar. Im Frauenhaus zu leben bedeutet, nicht mehr beschimpft und gedemütigt zu werden. Keine Gewalt. Du kannst hier frei atmen, in Frieden schlafen. Du hast wieder Selbstvertrauen und bist wieder du selbst. Das ist das Schönste. Wir kriegen 932 Euro Sozialhilfe für 6 Personen. Hier zahlen wir keine Miete, sonst könnten wir gar nicht davon leben. Und ich könnte nichts für meine Kinder machen. Ich bin allen Unterstützern und Spendern so dankbar für ihre Hilfe. Die Mehrheit der Frauenhäuser ist völlig unterfinanziert. Sowohl die Mitarbeiterinnen, also kriegen oft keinen Tariflohn. Es gibt zu schlechte räumliche Ausstattung. Es müssen sich mehrere Frauen ein Zimmer teilen, weil die Frauenhäuser zu klein sind und kein Geld da ist, um große Frauenhäuser anzumieten. Ich stehe um 4:30 auf, mache das Frühstück und lege die Kleider für die Kinder raus. Dann wecke ich sie. Sie ziehen sich an, machen sich fertig, ich kämme ihnen die Haare und schicke sie zur Schule. Um 7 wachen die Zwillinge meist auf. Ich wasche sie, dann wickle und füttere ich sie. Und wenn sie dann wieder einschlafen, räume ich das Zimmer auf, gehe runter in die Küche und bereite das Mittagessen vor. Manchmal habe ich für mich gar keine Zeit. Dann merke ich, dass ich nur mein Gesicht gewaschen und noch nicht mal gefrühstückt habe. Im letzten Jahr wurden in unserem Haus allein 266 Frauen und 203 Kinder aufgenommen. Für Berlin sieht die Zahl der Frauen, die in keine sichere Unterbringung vermittelt werden können, im letzten Jahr allerdings dramatisch aus. So konnten 230 Frauen und 331 Kinder in keine sichere Unterkunft vermittelt werden. Wenn man jetzt die Geschichten kennt, die sich dahinter verbergen, dann bekommt man eine Ahnung davon, was für eine dramatische Situation das ist. Natürlich war es für die Kinder schwierig. Sie haben ganz viele Fragen gestellt. Sie wollten die Situation nicht wahrhaben. Und jetzt kommen sie sogar manchmal zu mir und sagen, Mama, gut, dass wir hier sind. Sonst, wenn wir drüben geblieben wären, hätte Papa dich bestimmt umgebracht.